Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Genussvoll. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir so das Erste, was so richtig schön weihnachtlich und halt auch ja, in die Adventszeit einfach super reinpasst und vielleicht auch eine Idee für ein Dessert für euer Weihnachtsfest. Denn wir machen richtig, richtig leckere Spekulatius-Kirschtörtchen. Die sind super einfach und eigentlich auch relativ schnell gemacht, bis auf Kühlzeiten. Da muss nichts gebacken werden, die lassen sich super vorbereiten. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Als erstes müssen wir jetzt unsere Förmchen vorbereiten. Und zwar habe ich jetzt hier Dessertringe. Die haben ungefähr einen Durchmesser von 7,5 cm. Und die habe ich mir auf eine gerade Unterfläche gestellt. Bei mir ist es einfach der Boden von meiner Springform. Und die habe ich einmal mit Frischhaltefolie mir ausgelegt. Und wie gesagt, jetzt müssen wir unsere Förmchen vorbereiten. Das heißt, ich habe hier einfach Backpapier. Und die Förmchen, die müssen eben jetzt mit dem Backpapier ausgelegt werden. Dazu stelle ich mir die hier einfach rein und nehme ich einfach eine Schere und schneide das dann ab. Und zwar mache ich das so, dass ich ungefähr so 2 cm Überstand habe. Das heißt also ungefähr 2 cm oberhalb von dem Förmchen. Das mache ich natürlich mit allen anderen auch. Ich zeige das nochmal hier vorne, seht ihr es, glaube ich, ein bisschen besser. Also müsst ihr mal gucken, eventuell müsst ihr euch das so ein bisschen kürzen. Aber aufpassen, nicht zu viel kürzen. Und dann legt ihr euch das hier einfach rein. Und dann nehme ich mir einfach so ein paar Büroklammern und mache damit dann das Backpapier an den Förmchen fest. So, weiter geht's jetzt mit dem Boden für unsere Törtchen. Dazu habe ich mir hier schon mal so ein kleines Stück Schokolade mir hier bereitgelegt und das werde ich jetzt als allererstes richtig schön fein hacken. Dann brauchen wir als nächstes eine Gefriertüte und natürlich Spekulatiuskekse und die gebe ich mir jetzt einmal hier in die Tüte rein. Und dann nehme ich mir einfach ein Nudelholz und damit werde ich die Kekse so richtig schön fein krümeln zermahlen. Die Kekskrümel, die gebe ich mir dann in eine Schüssel und dann brauchen wir geschmolzene Butter, die habe ich einfach in der Mikrowelle schmelzen lassen und die kommt jetzt mit dazu und dann wird das gut miteinander vermengt. Und wenn es dann gut miteinander vermengt ist, dann kommt wieder unsere Schokolade hier zum Einsatz und die kommt einfach dazu und wird dann untergerührt. Damit ist die Masse für den Boden auch schon fertig und die wird jetzt gleichmäßig auf die Förmchen verteilt und richtig schön angedrückt. Stelle ich jetzt erstmal in den Kühlschrank, damit sie richtig schön fest und stabil werden können und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die leckere Cremefüllung. Für unsere Creme müssen wir jetzt als allererstes Sahne steif schlagen. Dazu gebe ich mir die einfach in einen hohen Messbecher. Dazu kommt dann Zucker
Und dann wird das Ganze, wie gesagt, steif geschlagen und während des Steifschlagens lasse ich dann so ein Päckchen Sahne steif einrieseln. In einer weiteren Schüssel gebe ich jetzt etwas Frischkäse und Magerquark. Und dann werde ich das Ganze kurz miteinander verrühren und auch dazu werde ich ein bisschen Sahne steif geben. So, und unter diese Frischkäsecreme werde ich jetzt die Sahne unterheben. Und zwar mache ich das so, dass ich erstmal nur so ein Drittel dazu gebe, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Und dann gebe ich dann den Rest dazu und hebe das dann vorsichtig unter. Ich habe die Förmchen jetzt wieder aus dem Kühlschrank geholt und die Böden sind jetzt auch schön fest geworden. Und jetzt gebe ich in die Dessertringe immer so ein bisschen von der Creme und verteile das dann. Dann brauchen wir noch Spekulatiuskekse und die werde ich mir jetzt einmal halbieren, damit die hier schön reinpassen. Und dann lege ich mir den hier so drauf und so, dass das hier eben hier mittig ist. Und dann gebe ich da wieder ein bisschen Creme drauf. Und dann gebe ich da noch ein Stück Keks drauf und bedecke das dann wieder mit Creme. Ich habe meine Törtchen jetzt alle befüllt. Und wie ihr seht, habe ich jetzt auch schon überall die Büroklammern entfernt, denn sie haben jetzt ihren Dienst getan. Sie sollten ja einfach nur am Anfang so ein bisschen dem Backpapier Halt geben. Und ich habe auch so ein bisschen versucht, die Ränder so ein bisschen sauber zu machen. Und die wandern jetzt natürlich erstmal in den Kühlschrank, damit die Creme richtig schön aushärten, dann fest werden kann. Und ja, das dauert ungefähr so 2-3 Stunden. Und dann machen wir mit dem Kirschtopping weiter. Dann kommen wir jetzt zu dem Kirschtopping. Dazu brauchen wir Kirschen aus dem Glas. Die habe ich vorher abtropfen lassen und natürlich den Saft aufgefangen. Und den Saft gebe ich mir jetzt einmal in einen kleinen Topf. Dann brauchen wir Speisestärke, die kommt dazu. Und etwas Zimt. Da könnt ihr natürlich wieder so viel nehmen, wie ihr gerne mögt. Ihr könnt aber auch stattdessen zum Beispiel Spekulatiusgewürz oder Lebkuchengewürz nehmen. Das wird dann einmal kurz glatt gerührt. So, und dann wird das Ganze erhitzt und zum Kochen gebracht. So, und wenn das Ganze dann richtig schön aufgekocht ist, dann nehmt ihr das Ganze wieder vom Herd. Und dann kommen jetzt die Kirschen zum Einsatz. Die kommen jetzt einfach dazu und werden dann untergerührt. So, und damit ist das Kirschtopping auch schon fertig. Und das muss natürlich jetzt erst noch mal ein bisschen auskühlen, denn wenn wir das jetzt so heiß auf die Törtchen geben würden, dann würde die Creme natürlich schmelzen und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt also, ich lasse das jetzt so für ungefähr 5-10 Minuten abkühlen. Und während des Abkühlens werde ich das immer mal wieder umrühren, damit sich da keine Haut drauf bildet.
hatte die Törtchen nochmal jetzt ungefähr 20 Minuten im Kühlschrank stehen und das Kirschtopping ist jetzt auch richtig schön fest geworden. Und wir müssen jetzt natürlich die Törtchen hier aus der Form lösen. Und bei diesen Dessertringen gibt es ja immer hier diesen Stempel oder ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Das ist da ja auf jeden Fall immer dabei. Und damit lassen die Törtchen sich nämlich super lösen, indem ihr nämlich einfach von hier unten einfach hochdrückt. Es geht da nämlich richtig einfach. Weil wenn ihr das nämlich mit der Hand macht, dann habt ihr eventuell nicht überall so quasi die gleiche Kraft und dann könnte der Boden vielleicht brechen. Deswegen funktioniert das mit diesem Stempel auf jeden Fall richtig gut. So, und dann müsst ihr im Grunde genommen einfach nur noch das Backpapier lösen. Leckeren Törtchen auch schon fertig. Die sind, wie gesagt, überhaupt nicht schwer zu machen. Und ich zeige euch jetzt mal eins aus der Nähe und auch vor allen Dingen, damit ihr auch mal seht, wie das Ganze von innen aussieht. Also so sieht das dann von innen aus. Man sieht dann da halt noch die richtig leckeren Spekulatiuskekse da drin. Obendrauf die schöne säuerliche, Kirschkompott und die richtig lockere Creme. Also ich habe auch die Creme bewusst relativ geschmacksneutral gelassen, denn ich habe mir erst so überlegt, eventuell da noch Vanille oder so reinzumachen. Aber ich bin jetzt im Nachhinein ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, denn der Spekulatius ist ja nun mal relativ geschmacksintensiv und ich wollte einfach nicht, dass das untergeht. Und deswegen habe ich eben die Creme richtig schön halt geschmacksneutral gelassen, passt aber super. Also es harmoniert einfach wunderbar zusammen mit den Kirschen und man hat dann in dem Boden noch sowas leicht, so dieses leicht schokoladige, einfach eine super, super leckere Kombination. Wie gesagt, vielleicht eine Idee für euch, für euer Weihnachtsfest als Dessert, weil die lassen sich eben super vorbereiten, könnt ihr einfach im Kühlschrank stehen lassen und dann abends einfach so servieren. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass dieses Video und auch dieses Rezept euch gefallen haben. Und wenn ja, lasst mir gerne ein kleines Däumchen nach oben da. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich würde mich natürlich auch sehr darüber freuen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann holt das jetzt ganz schnell nach und ist der Abonnier-Button. Und wenn ihr das Ganze mal nachgemacht habt, egal ob jetzt dieses Rezept oder eins meiner vielen, vielen anderen Rezepte, dann schickt mir unbedingt mal ein Foto davon auf meine Facebook-Seite oder auch auf Instagram. Das ist natürlich immer beides unten in der Infobox verlinkt. Und dann würde ich sagen, ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.